Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Wetter ist mittlerweile richtig schön geworden. Wir haben jetzt bei uns hier 23 Grad und ich wollte mir deshalb unbedingt ein paar neue Sachen für meine Terrasse holen. Und weil ich eh jetzt so ein paar Sachen neu gekauft habe, dachte ich mir, mache ich heute mal einen Sommerhaul mit all meinen neuen Produkten, die ich mir gekauft habe. Als allererstes habe ich mir bei Amazon ein Garten-Tipi bestellt, beziehungsweise eigentlich kann man es auch in der Wohnung nutzen, aber man kann es halt auch draußen aufstellen. Und das wollte ich unbedingt haben, weil ich super gerne draußen auch gerne auf dem Boden frühstücke. Gerade am Wochenende, wenn man viel Zeit hat, dann kann man sich das so richtig schön gemütlich machen mit Decken und ganz vielen Kissen. Und dann wollte ich unbedingt so ein kleines Tipi haben, dass man halt auch noch so ein bisschen geschützt ist. Und ich dachte auch so, für meine Katze Khaleesi wäre das ganz schön, wenn sie dann draußen im Garten quasi immer da in dieses kleine Tipi reingehen kann und da dann drin schlafen kann. Und also ich habe mir das bei Amazon bestellt. Das hat jetzt, glaube ich, 40 Euro gekostet. Allerdings muss ich sagen, dass ich es mir nicht nochmal kaufen würde. Also die Qualität ist leider nicht ganz so gut, obwohl die Bewertungen echt gut waren. Mussten wir da doch so ein bisschen beim Aufbau nachhelfen, damit das dann alles hält. Und ich finde es leider ein bisschen klein. Also ich hatte es vorher abgemessen, weil es ist schon eigentlich eher für Kinder gedacht. Aber ich dachte mir, das müsste eigentlich ganz gut passen für zwei Personen. Aber jetzt, wenn man das so aufbaut, ist es eher so für eine Person und eine Katze gedacht. Aber ich finde es trotzdem wirklich cool. Nur wenn ihr euch so ein Tipi kaufen wollt, würde ich euch echt empfehlen, dass ihr da wirklich nochmal auf die Größe achtet. Also dass es nicht nur für Kinder zum Beispiel ist. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt erstmal eins habe. Und also das ist echt richtig cool. So vom Feeling hat man dann echt so ein richtiges Sommergefühl. Und es ist super gemütlich. Also ich bin echt froh, dass ich jetzt so ein kleines Zelt quasi bei mir im Garten habe. Dann habe ich mir bei Kick eine neue Decke nachgekauft. Also das ist einfach so eine ganz schlichte Weiße. Ich glaube, die haben wir jetzt schon dreimal in unterschiedlichen Größen. Ich weiß auch gar nicht, ob die alle immer von Kick kommen, aber die sind eigentlich relativ gleich vom Look. Und die hat jetzt 7 Euro gekostet, glaube ich. Und die habe ich dann geholt, damit die dann unter das Tipi gelegt werden kann, damit Khaleesi das dann auch schön weich und gemütlich hat. Und ja, das ist einfach so eine Standarddecke. Die ist auch richtig schön weich und kuschelig. Und wie gesagt, weiß passt halt perfekt zu der Farbe von dem Zelt, was ich halt mir gekauft habe. Außerdem wollte ich euch jetzt noch zwei Kissen zeigen. Das eine ist jetzt nicht neu, aber das passt trotzdem super so in die Sommerzeit rein. Das habe ich von Sostrene Green. Ich weiß den Preis leider nicht mehr genau. Das ist so ein Fluffy Pillow quasi. Also ich mag es echt super gerne. Davon habe ich auch zwei Stück. Und ich glaube, das hat so um die 15 Euro oder so vielleicht gekostet. Also ich glaube, viel teurer war das nicht. Aber das mag ich sehr gerne, weil es ist halt auch richtig, richtig schön stabil und kuschelig. Also genau das, was man so haben möchte. Und bei Kick habe ich dann echt noch ein richtig schönes Kissen gefunden. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass es das leider nur noch einmal gab, weil ich glaube, sonst hätte ich mir auf jeden Fall zwei davon geholt. Das ist so ein hellgraues Kissen, also relativ schlicht, hat hier aber so richtig schöne, wie sagt man, so Verzierung fast, ne? Also das ist echt, macht es nochmal so ein bisschen besonders, nicht ganz so einfach. Und ich finde die Farbe Grau sowieso total schön und das kann man ja auch super mit Schwarz und Weiß kombinieren. Ich glaube, das hat jetzt 5 Euro gekostet. Dann wollte ich euch noch ein Tablett zeigen. Das habe ich euch schon mal in einem Haul gezeigt, aber ich finde, das passt jetzt wirklich perfekt in die Sommerzeit. Das ist so ein weißes mit Verzierungen und das habe ich auch bei Kick gekauft. Ich glaube, das hat 5 oder 7 Euro gekostet. Ich muss wirklich sagen, bei Kick bin ich immer wieder überrascht, was die doch für schöne Dekosachen haben. Der Laden ist nämlich bei mir echt um die Ecke, deswegen gucke ich da ganz gerne mal einfach vorbei, wenn ich nicht so viel Zeit habe, zum Beispiel in die Stadt zu fahren. Aber das mag ich sehr gerne, hatte ich auch schon im Herbst und im Winter aufgestellt. Aber ich finde, so ein helles Brett passt halt wirklich sehr gut in die Sommerzeit. Und wenn ich jetzt öfter mal draußen sitze, kann ich da dann schön so mein Frühstück draufstellen und das alles raustragen. Und es ist halt so ein stabiler Boden dann dafür, deswegen mag ich das super gerne. Und ich habe mir bei Kick auch noch so eine neue Trinkflasche geholt. Und zwar steht da vorne drauf Slice of Summer. Und das fand ich super süß, weil da passt jetzt, glaube ich, auch, gefühlt ist das auf jeden Fall ein halber Liter Wasser, der da reingeht. Und ich wollte einfach sowas haben, was hier auch geschützt ist. Also, dass da keine Insekten reinfliegen. Mit Strohhalm fand ich ganz süß. Kann man halt auch immer auswaschen, also wiederverwenden. Und das hat jetzt auch nur 1,50 gekostet. Und ist echt wirklich perfekt irgendwie, um da Sommergetränke mit Früchten oder so zu mixen. Und außerdem bei Kick habe ich noch einen Traumfänger gefunden. Ich wollte nämlich unbedingt für mein Tipi so einen Traumfänger haben, der dann so runterbaumelt. Und das ist dieser hier. Der hat jetzt auch 5 Euro gekostet und ich fand den super schön. Ich hatte erst Angst, dass der ein bisschen zu groß ist, aber der passt echt richtig gut. Und sowas kann man ja auch total gut irgendwo anders in der Wohnung zum Beispiel an die Wand hängen oder auch irgendwie so an die Tür oder so. Und der hat hier unten dann noch so pinke Bänder, ein paar Perlen, also so ein bisschen gemixt. Finde ich richtig schön von den Farben. Und deswegen musste der unbedingt auch mit. Und ja, es gibt jetzt noch eine Sache, die ist leider für diesen Haul nicht rechtzeitig angekommen. Und zwar sind das so eine Filzballkette. Die habe ich nämlich auch für das Tipi bestellt bei Amazon. Ich kann sie euch vielleicht mal so im Foto verlinken.
Da hatte ich mir jetzt, glaube ich, die grau-weiß-pinke Kette ausgewählt und die kann man dann nämlich nochmal schön so um das Tipi herumwickeln. Man könnte theoretisch auch noch irgendwie Lichterketten oder so dafür kaufen. Das muss ich nochmal gucken. Dann hat man das im Sommer auch richtig schön beleuchtet. Und ich glaube, die war auch super günstig, diese Filzkette. Ich glaube, die hat nur 2 Euro oder so gekostet. Und ja, das war es jetzt auch schon von meinen neuen Errungenschaften. Ich bin wirklich super zufrieden. Ich finde, es macht echt viel aus, wenn man dann sich im Sommer nochmal was Neues für draußen gönnt und einfach das richtig schön gemütlich sich macht. Ich hoffe, dass euch meine neuen Sachen gefallen haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!